Moin und herzlich willkommen zurück zum Fußballmanager 14 mit dem MTV Gießen und heute zum zweiten Champions League Spiel der Saison, Gruppenphase gegen Manchester City. Wir spielen auswärts und ich habe einfach mal mir was überlegt, dass wir mal ein bisschen auf Risiko gehen quasi. Ich habe mal nach Frische aufgestellt und die Siegesprämie weggelassen jetzt, bei den Vorbereitungen am Tor ins Tor gestellt. Wir haben ja ein super Spiel in dem gegen Lorient hingelegt, gleich am Anfang. Und wir sind Tabellenführer aktuell. Die anderen haben unentschieden gespielt, das heißt, wir haben auch einen kleinen Punktevorsprung. Wir müssen ja in Anführungszeichen nur Zweiter werden. Deswegen habe ich überlegt, probieren wir mal ab dem zweiten Spiel schon, wie in der Bundesliga auch, das ist ein bisschen lockerer anzugehen. Mal gucken, ob wir das bereuen werden. Ich bin mal gespannt. Und dann würde ich sagen, los geht's. 3D-Spiel. Wir spielen in Rot. Manchester City in Hellblau. Oha, hier. Heute entscheidet ein Fehler über Sieg oder Niederlage. Wir werden ihn nicht machen. Das ist eine krasse Ansage. Gefällt mir besser als die können nix, weil ich würde nicht behaupten, dass Manchester City nix kann. Ich glaube, die können ein bisschen was. So mindestens so ein ganz kleines bisschen können die, glaube ich, schon. Jo. Ach ja, und die Form sehe ich auch wieder. Die ist bei Manchester City auch nie wieder nicht so überragend, aber bei uns ganz gut. Das heißt, es ist auch wieder eine ganz gute Voraussetzung, sagen wir mal so. Okay. Und dann geht es also wirklich los. Wir haben keine Statistiken gesehen. Kann das sein, dass die keine Statistiken eingeblendet haben? Das habe ich so ein bisschen vermisst. Guck mal, die haben auch einen Weber, aber nicht im Tor. Ach, guck mal, hier und der Braune spielt bei denen. Ach, guck mal, da sehen wir den Braune wieder. Den haben wir ja dahin verkauft. Auch mal interessant zu sehen, wie der sich jetzt da schlägt. Als Gegner. Ist auch wieder ein bisschen schade, dass er halt kein Leihspieler ist, ne? Das heißt, wenn er gut ist, da haben wir nichts davon. Na gut, indirekt schon, ne? Wie gesagt, es gibt immer noch diese Weiterverkaufsbeteiligung als ausbildender Verein. Also davon profitieren wir vielleicht von. Na, schade. Achso, wir können die Zeit ein bisschen beschleunigen im Mittelfeld. So, jetzt geht's hier zumindest ein bisschen schneller. Bruch, Kist, kein Abseits und jawohl, schon geht's los mit dem 1:0. Malte Kist, super. So soll's doch losgehen. Auch wenn wir mal nicht nach, wenn wir mal nicht nach Stärke aufgestellt spielen, auch in der Champions League, kann ja trotzdem gut laufen. Wir haben ja trotzdem eine stärkere Mannschaft. Wir sind etwa 100 Punkte stärker als City. Worthington, oder was heißt der? Wenn ich es richtig gesehen habe. So, ach schade, Klopp kam aus dem Abseits anscheinend und das hat dann gezählt. Ärgerlich. Ah, nein! Da ist der Ausgleich. Mark Spence. Mit dem Ausgleich. Jonathan Worthington als Vorlagengeber. Schade. Ne, gut, das Spiel ist noch lang. Wir sind auf dem Papier die bessere Mannschaft. Ich hoffe, das kriegen wir wieder hingebogen. Weber. Schön gemacht von Karl, super. Bin ich jedes Mal positiv überrascht, wenn wir so eine Aktion hinkriegen. So, Meierhofer macht den Einwurf. Finde ich auch witzig. Eigentlich wollte ich ihn verkaufen und jetzt ist er hier fast Stammspieler in der ersten Mannschaft. Jetzt Nachschuss, Klopp, jawohl. Genau, so, das habe ich kommen sehen. Das war ja abzusehen. Also wenn er den noch verschenkt hätte, das wäre bitter gewesen. Aber ja, schön. Super. Spence,
Tricks. Versucht da Leute auszutricksen, schafft es aber nicht so ganz. Verliert den Ball an Hildebrand. Und der nächste Gegenangriff ist wieder eingeleitet. Schade. Durch einen Foul gestoppt worden. Aber wer weiß, Freistöße bringen auch manchmal was. Da ist er, der Freistoß. Ach, der ist aber nicht gefährlich. Schade. Karl, Klopp und... Ja, Ball ist wieder da. Okay, alles gut. Kist nicht im Abseits. Und er trifft. Jawohl, 3:1. Super. Läuft doch ganz gut. Auch, ne? Wenn man nicht, wie gesagt, nicht sein Bestes gibt, quasi, was sein Personal angeht. Sondern nur sein Frischstes. So, hoch. Ah, die Flanke kommt an. Ja, okay, aber nicht so, wie es optimal gewesen wäre, wenn man ehrlich ist. Oh, schade. Das sah schön aus, was Klopp davor hatte. Hat aber nicht geklappt. Ah. Sorlin hat aufgepasst. Bei dem Pass da von Ruch, den er spielen wollte. So, jetzt gab es einen Foul. Eben von eben diesen Ruch, so wie ich das gesehen habe. Und das war wohl sauber. Alles gut, da ist man froh, dass er sich nicht verletzt. Sieht nämlich nicht so ganz angenehm aus, wie er da zu Fall gebracht wurde. So, Freistoß mal wieder. Vielleicht wird der ja was, wer weiß. Hildebrand ist ein richtig guter Freistoßschütze, aber diesmal nicht. Ruch, kein Abseits. Schade. Aber es gibt eine Ecke. Weiterhin Druck auf den Kasten von City. Jawohl! Malte Kist noch schon wieder. Drittes Tor in dieser Champions League-Saison. Herrlich. So geht man doch entspannt in die Halbzeit. Schauen wir mal, wen wir da einwechseln wollen. Ich würde hier ganz gerne Pohlmann wieder aufstellen. Von den Noten müsste ich aber eigentlich was anderes tun. Wir haben aber nur einen Stürmer, den wir wirklich einwechseln können. Wir können hier Metal für Kist bringen. Tauschen wir das ungefähr so. Dann könnten wir zweimal im ZM wechseln. Marzas scheint sich wehgetan zu haben. Aber ich würde eigentlich ganz gern Pohlmann spielen lassen. Weil ich unbedingt auch möchte, dass er besser wird. Ne? Aber soll ich mich jetzt so drauf fokussieren, dass ich ihn dann irgendwie bevorzuge? Nee, eigentlich nicht. So wichtig ist er jetzt auch wieder nicht, würde ich behaupten. Ich meine, ich denke mal, es ist nur eine Frage der Zeit. Irgendwann wird Pohlmann besser sein als Ranulis, ne? Ich meine, wie gesagt, Pohlmann ist 21, Ranulis ist 29. Pohlmann ist, denke ich mal, auch talentierter, wobei ich mir da jetzt nicht ganz so sicher bin, aber ich glaube schon. Ich meine, Ranulis war nicht so ein krasses Talent. So, Frische. Manuel Marz kann es auf jeden Fall gebrauchen, ein bisschen mehr Frische. Der hat sich offensichtlich wehgetan. Aber er kann noch weiterspielen. Vielleicht wieder so eine Prellung zugezogen, weil so eine Prellung, die tut halt weh. Ist aber, ich bin jetzt kein Arzt, aber ich glaube, eine Prellung an sich ist nicht so schlimm. Die tut halt einfach nur weh. Und sowas, da kann man dann vielleicht nochmal weiterspielen, ohne so ein Risiko einzugehen. So, Ruch. Tut halt weh, wie gesagt. Und deswegen ist er auch nicht mehr so frisch, weil es halt weh tut. Habe ich schon erwähnt, dass es weh tut? Tut übrigens weh. So, Klopp. Ah, Metal holt sich das nochmal, jawohl. Und Page ist aber da. Und Wechsel bei City. Rekik, ah ja, guck an. Karim Rekik für Andrew Chaplow.
Ach, schön gemacht von Klopp. Aber auch schön gemacht von Page. Nächste Ecke. Furtmeier tritt an. Und nochmal Klopp. Jawohl. Jetzt Nachschuss Mettl und drin ist er. Schön. Sein 5. Champions League-Tor diese Saison. Das war jetzt aber so, wie es, naja, fast so, wie es sein sollte. Eigentlich wollte Klopp den wahrscheinlich direkt machen, hat nur den Pfosten getroffen, aber Mettl lauert da schon, hat mittlerweile ein bisschen Erfahrung, er weiß, wo die Bälle hinfliegen. Schön. So, apropos Mettl, da ist er schon wieder am Ball. Oh, und er trifft schon wieder fast. Das ist mal die Latte, wie Klopp vorhin den Pfosten getroffen hat. So, das gibt eine Karte, würde ich sagen. So, ne, weg mit dir. Und du kriegst jetzt gelb. Karim Rekik, gerade eben eingewechselt und schon eine gelbe Karte. Und dann ein gefährlicher Freistoß. Diesmal nicht den Hildebrand. Oh, Mettl aber auch mit einem gefährlichen Freistoß. Ich meine, Hildebrand ist auch nicht mehr auf dem Platz, ne? Dann kann auch schlecht die Freistöße treten. Amthor kommt weit raus, kümmert sich um die Angelegenheit und der Ball ist schon wieder vorne. Schade, dass er jetzt wieder weg ist. Sah gut aus bisher. Klopp. Schade. Bleibt im Gegenspieler hängen. Und da haben wir unseren ehemaligen Gießener, der ist aber im Abseits gewesen. Und kann nicht viel ausrichten. Aber das läuft ja richtig gut hier. Unsere Tordifferenz mittlerweile bei 10. Nach 2 Spielen. Und 2 Punkte Vorsprung aktuell. Nicht schlecht. Na gut, die 2 Punkte Vorsprung hatten wir vorher auch schon. Aber auf dem 3. Platz hätten wir aktuell 5 Punkte Vorsprung. Also das läuft schon richtig gut. Amthor muss wieder ziemlich weit rauskommen. Aber das sind auch gute Aktionen. Ne? Da kümmert er sich drum. Dann ist erstmal Ruhe für einen Moment, wenn er so weit rauskommt. Und den holt er sich auch ohne Probleme. Gut gemacht. Ah ja, und jetzt Page kommt auch mal ein bisschen weiter raus. So, Ruch auf Mettl, kein Abseits und jetzt Ruch Nachschuss und drin ist er. Jawohl. 6:1 Albin Ruch, sein erstes Champions League Tor. Könnte vielleicht sogar insgesamt sein erstes Champions League Tor sein. Ich weiß jetzt nicht, wie oft er schon eingesprungen ist in der ersten Mannschaft, wenn da Not am Mann war. Aber schön. Das läuft ganz gut. Da bin ich ja froh. Ach guck mal, Patrick Cehic. Deutscher Nationalspieler, ne? Den kennen wir doch noch. So. Oder zumindest ehemalig. Ich habe ihn jetzt schon wieder im Moment nicht mehr gesehen. Bei den letzten Spielen nicht. Keine Ahnung. Aber er war zumindest mal eine Weile. Haben wir ihn ja schon bei mehreren Spielen gesehen. So, Mettl, Ruch. Und Page. Okay. Naja, läuft auch gut genug. Wir müssen jetzt nicht unbedingt noch viel mehr Tore schießen. Aber die nehmen wir natürlich gerne, wenn sie fallen. Was war das denn jetzt? War das Abseits? Was war das denn für ein Abseits? Okay, krass. Konnte man gar nicht sehen in der Einstellung. Alexander McQueen, vielleicht auch Englisch ausgesprochen, für Jonathan Worthington. Benz nicht im Abseits, aber trifft auch das Tor nicht. Alles in Ordnung. Bin mal gespannt, was Amthor für eine Note kriegt, weil er muss ja doch ein paar Mal eingreifen, so ein bisschen, ne? Hoffentlich konnte er sich dann ganz gut präsentieren. Das wäre ganz schön. Oh, McQueen nicht im Abseits. Ist alleine durch. Oh, das ist nicht gut. Ach, schade. Aber da konnte jetzt Amthor auch nicht viel machen, wenn er da zwei Stürmer vor sich hat. Der eine ist in der einen Ecke, der andere ist in der anderen Ecke. Wie will man da sich entscheiden, ne? Wenn man sich für den einen entscheidet, ist der andere frei und schade. So, das war's. 2:6. Wir haben eine Tordifferenz von 10. Ist trotzdem Wahnsinn.
Da wird uns so schnell keiner einholen, würde ich behaupten. Vor allem, da der nächstbeste in der Tordifferenz von 2 hat, also 8 besser. 2 Punkte mehr, ist auch gut. Wie gesagt, 5 Punkte Vorsprung auf den dritten Platz. Also da haben wir schon ein schönes Polster uns angespielt jetzt. Das lief ganz gut. Da bin ich zufrieden. Dann können wir vielleicht tatsächlich die Champions League ein bisschen entspannter angehen. Zumindest in der Gruppenphase. Das ist doch ganz schön. Können wir da auch ein bisschen weiter rotieren. Müssen wir auch nicht alles reinhauen. Im Optimalfall. Das wäre ganz schön, jawohl. Gut. Achso, die Noten, die wollten mich noch interessieren. War es nur eine 4? Der hat doch keine 4 verdient. Schade. Das ist ärgerlich. Ich fand, er hat es besser gespielt, als dass er eine 4 kriegen müsste. Finde ich gemein. Naja, gut. Spender ist verunsichert. Wieso das? Quadenprellung, 2 Tage. Okay, die ist schnell wieder auskuriert. Schwettner, nach den letzten Leistungen, im letzten Spiel zweifelt er an sich selbst. Das ist nicht so gut. Das ist wirklich nicht gut. Ich hoffe, er kommt wieder rein. Okay. Und dann haben wir als nächstes das Spiel gegen Dortmund. Die haben jetzt letzter Zeit ein bisschen Punkte liegen gelassen. Wäre schön, wenn sie noch mehr Punkte liegen lassen würden. Wir haben bis auf einen Unentschieden bisher jedes Spiel gewonnen diese Saison. Das ist echt gut. Gefällt mir, wie das läuft bisher. Wie sieht's aus mit Spiel? Noch 5 Tage. Okay, das dauert noch eine ganze Weile. Oh, jetzt habe ich was vergessen. Ah, jetzt, das hätte ich dran gedenken müssen. Jetzt habe ich schon weitergeklickt. In dem Moment, in dem ich weiterklicke, fällt es mir ein. Wir haben einen Monatsübergang. Wegen den Marktwerten für die Spieler. Ne? Die gehen jetzt natürlich wieder runter. Aber andererseits ist auch wirklich nicht tragisch, denn wir müssen aktuell keine Anteile verkaufen. Wir haben mehr als genug Geld noch in den Anlagen drin. Also es ist, wir kommen jetzt, was weiß ich, vielleicht sogar ein halbes Jahr oder sowas mindestens ohne dass wir jetzt Anteile verkaufen müssen. Also das ist jetzt doch nicht tragisch. Wichtig wäre halt nur, dass wir es vor der Transferphase nochmal machen, dass wir da nochmal die Spieler hochholen, falls wir da nochmal welche verkaufen wollen oder sowas. Ist ja immer möglich, dass wir da nochmal uns zu aufraffen können. Und dann sollte ich dran denken. Gut, ist jetzt ein bisschen ärgerlich, aber gut. Gibt Schlimmeres. Vereinsmuseum hat im letzten Monat 327.000 Euro Gewinn erzielt. Das ist doch auch ordentlich. Jetzt ist halt hier wahrscheinlich... Moment, nee, da hier wollte ich nicht hin. Karriereoptionen, da steht's. Ja, genau, jetzt ist von 2,3 Milliarden, glaube ich, war es vorher auf 1,9 Milliarden gesunken. Der Wert des Vereins, aber... Der ist, glaube ich, auch nur relevant, wenn wir einen Kredit aufnehmen wollen oder wenn wir Anteile verkaufen wollen, und beides ist momentan einfach nicht nötig. So. Michael Reschke beendet zum Saisonende seine Karriere. Michael Reschke, Trainer von Hertha BSC, hat angekündigt, seine Karriere zum Saisonende zu beenden. Es war eine tolle Zeit und der Fußball hat mir viel gegeben, aber jetzt sollen das mal die Jüngeren machen, meint er. Kann man sich den angucken? Nö, Rechtsklick macht nichts. Linksklick macht auch nichts. Komisch. Nee, gut. Ich habe keine Ahnung, wie alt er ist, wenn ich ehrlich bin. Aber gut, der wird schon wissen, was er zu tun hat. Gut, dann klicken wir uns nochmal einen Tag weiter, würde ich behaupten. Und dann können wir das Spiel gegen Dortmund vorbereiten. So, Signal Iduna Park steht an. Und was ist hier? Neuer Jugendspieler entdeckt. Ach, Jugendtrainer. Der ist dann wahrscheinlich nicht sehr brauchbar. Nee, ist er auch nicht. Ich nehme den trotzdem mal an. Vielleicht verbessert das den Ruf, wenn man alle Spieler mal ranlässt. Aber den werden wir gleich wieder nach dem Spiel wieder rausschmeißen. Auch Rummel hat wieder einen Punkt verloren. Schade. Der war eben bei plus 7, jetzt nur noch bei plus 6. Naja, gut. Aber die plus 7, die holt er sich bestimmt irgendwann wieder. Kann ich mir gut vorstellen. So. Bolzplatz stiften, genau. Gehen wir mal stiften. Und dann gilt es, die Trainingsliste zu checken und ja, die Gespräche haben wir schon vor dem Spiel gegen Manchester City geführt. Das muss ich jetzt nicht nochmal machen. Und ansonsten Aufstellungsregeln hier so und so in der Art. War jetzt mein Gedanke.
Was macht eigentlich Amthor für eine Entwicklung diese Saison wieder? Plus 23, okay, er macht immerhin den einen oder anderen Punkt. Das ist ganz schön. Meierhofer ist ein bisschen müde. Da können wir Ruhl für bringen. Ansonsten passt das, würde ich sagen. Okay, dann ist die Mannschaft auch so quasi schon aufgestellt. Hier unten können wir noch was anpassen. So. Und dann sind wir eigentlich so gut wie bereit, würde ich sagen. Dann würde ich sagen, war es das für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Hat dir das Video gefallen und würdest du gern mehr von sehen? Oder schwirren dir noch unzählige Projekte im Kopf rum, die wir mal machen sollen? Leider ist das für uns momentan alles nur sehr schwer umzusetzen, da YouTube nur ein Nebenjob für uns ist. Jedoch, was nicht ist, kann sich ja noch ändern und das schon ab 1 Euro pro Monat. Das ist jetzt auf den ersten Blick nicht viel Geld, aber wenn bereits jetzt jeder Abonnent uns diesen 1 Euro geben würde, können wir YouTube bereits Hauptprofi umsetzen. Wenn wir und der Kanal dir also am Herzen liegen, überleg doch vielleicht, ob du nicht auch wie diese Leute ebenso ein Kanalmitglied werden möchtest, damit auch wir bald unseren Traum von YouTube zu leben Realität werden lassen können.